Ich habe kein Ziel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle for Azeroth. Ja, in dieser Folge werden wir hauptsächlich schlafen, wie man sieht. Nein, werden wir selbstverständlich nicht. Und zwar, ich habe mich schon mal für einen Dungeon angemeldet. Wir werden ein Dungeon spielen, höchstwahrscheinlich nicht in der Folge, man sieht es, 35 Minuten sind momentan angegeben. Eher wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Es ist relativ früh am Morgen, 9 Uhr erst, wo ich das Ganze jetzt aufnehme. Bedeutet letztendlich, ja, wir müssen mal schauen, wie lange es dauert. Allerdings, ich werde mehrere Folgen jetzt wieder hintereinander aufnehmen. Bedeutet, wir werden das Dungeon auf jeden Fall mitkriegen und werden das Dungeon auch spielen können dementsprechend. Aber in der Folge oder, ja, jetzt in dieser Folge erstmal hauptsächlich wahrscheinlich questen, bis wir dann dementsprechend die Einladung bekommen. Okay, so, in der letzten Folge sind wir hier bei dem Anwesen der Norvincens, sind wir angekommen. Das hier ist das Anwesen, das hier ist so eine Art Gaststätte und hier unten gehört noch mit dieses Reitgestüt, gehört auch mit dazu. Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Quests, die wir hier noch haben, an und da hinten wäre schon wieder eine kleine Schatzkiste, die können wir uns eigentlich auch gleich noch mitholen. Alter, gerade noch so ein Angelpunktwerft. Nicht angeln. Oh, sehr schön. Eine Quest mit 3 Spielern empfohlen. Die können wir höchstwahrscheinlich aber trotzdem wieder alleine machen. Müssen wir mal schauen. Und halt, wir haben da drin noch eine Aufgabe, oder? Nee, außerhalb. Innen dran. Schmied. Oh, jetzt zeigt es schon wieder komplett verpeilt. Moment. Und zwar, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, jetzt zeigt es aber wirklich schon wieder komplett verpeilt, dass man ja das Ganze sich mal durchlesen könnte. Und zwar, ich weiß jetzt leider den User nicht mehr, der mir das geschrieben hat in den Kommentaren. Aber wenn man sich die Quest hier mal durchliest, kommt wohl ab und zu recht geiles Zeug raus, weil sich die da auch wirklich was einfallen lassen haben. Wenn ich jetzt Quests annehme, neue Quests annehme, ich versuche dran zu denken, ich hoffe, ich denke daran, werde ich einmal versuchen, die Quest komplett laufen zu lassen, sodass man sich die Quest durchlesen kann, die wir dann gerade machen und eben von der Story ein bisschen mehr mitbekommen. Das heißt, ich werde die jetzt nicht auf schnell annehmen, sondern ich werde versuchen, das einen kleinen Moment offen zu lassen, sodass man bei YouTube eben anhalten kann, sich den Quest-Text durchlesen kann und dann direkt weitermachen kann und weiß, was in dieser Quest überhaupt, worum es überhaupt geht. Denn sonst klicke ich ja die Quest einfach nur durch. Ich hab laut der tollen Tüdelknochen. So, Ausrüstung reparieren. Okay, was brauchen wir hier von dem Kerl? Wir können uns auf jeden Fall mal reparieren. 28 Gold kostet das Ganze. Was möchtest du von uns haben, mein Freund? Hört euch bei die Erlösung. Nee, Erdwache getötet. Trefft euch mit. Nee, das ist der falsche. Beim Lager der Raubtier. Taka, nee, das ist auch der falsche. Sollen wir nur mit ihm reden? Anscheinend. Allzeit gute Reise. Was will ich bei dem? Der hat zwar diese Items hier, diese blauen, aber das war's auch schon. Handwerksmaterial. Für 4750 Gold. Okay, nice to know. Ich weiß nicht, was ich mit dem Handwerksmaterial anfangen kann. Aber, okay, der hat wohl irgendwas Spezielles, zumindest. So, wir gehen einmal schnell zur Schatzkiste. Wenn wir schon mal da sind, Schätze können wir nicht einfach so unberührt lassen. Die müssen wir, wenn dann, auch mitnehmen. So, hier irgendwo, oder? Ob, ne, eigentlich auf der Höhe. Sag jetzt bitte nicht hier drin irgendwo. Ja, wahrscheinlich aber schon. Behilflich sein könnt. Boah, könnt ihr garantiert. So, hier müsste doch die Kiste sein, oder? Weiter unten? Da ist eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Na, wo ist der Schatz? Weiter oben wird er angezeigt. Hier ist aber doch gar nichts. Oder gibt es hier Geheimgänge? Da ist ein Spiegel. Ah, noch weiter oben, okay. Hier? Ah, ganz im letzten Eck versteckt. So, was haben wir hier? 7 Gold ist das Ding wert, Kriegsressourcen und wieder eine Schriftrolle. Schriftrolle, schauen wir gleich mal, ist es ein Doppelte? Nein, es ist nicht sehr schön. 5 von 12 mittlerweile schon. Das geht relativ flott. Wir brauchen mehr Schätze, so wie es aussieht. So, hier feiern sie irgendein Fest. Ja, ob das alles immer so mit rechten Dingen zugeht, meistens steckt da mehr dahinter. Gerade wenn hier irgendwelche Feiern sind oder sonst irgendwas anderes. Da geht es meistens dann nämlich ziemlich rund. So, nichtsdestotrotz, wir werden jetzt erstmal hier die Quests abgeben, weiter questen. Wir haben ja noch ein bisschen was offen jetzt. Die Einladung 36 Minuten, ja, es wird eher mehr als weniger Zeit. So, dann können wir die hier gleich wieder abgeben. Sei der Gast. So, jetzt wäre beispielsweise die Möglichkeit, das Ganze anzuhalten, sich durchzulesen. Und hier jetzt auch wieder anzuhalten, sich das Ganze durchzulesen. Und dann die Quest können wir dementsprechend verfolgen. Bitte kommt wieder mit. Auf Böckchen soll ich aufsetzen. Ich will Bärbel. Mensch, da steht Bärbel. Bärbel, das Pferd. Schick ist eine wichtige Voraussetzung für Reiter von Kul Tiras. Zeigt mir an den Knollzielen, wie ihr mit der Harpune umgeht.
Tschüss bei der und okay. Okay. Ich raff's nicht, aber okay. Wir können wohl die Reiter. Kann ich die Reiter angreifen? 2 von 6. Ja, so ist ja easy. Aber ich glaube, man kann sie ja die Reiter dementsprechend auch angreifen. Die Raubeine haben euch schon ihr Lieblingswerkzeug gezeigt. Die Bolas. Trainiert das Werfen beim Reiten, indem ihr die Zeppeline abschießt. Ah! Sehr selten, aber geben viele Punkte. Ah, okay, wir spielen hier eine Art Turnier. Nur ein bisschen weiter rauszoomen, dass ich die Zeppeline sehe. Natürlich meine Lieblingsdisziplin. Springen. Zeigt, ob ihr euer Reittier über Hindernisse führen könnt. Je mehr ihr springt, desto höher fällt am Ende eure Gesamtwertung aus. Ah, wir bauen hier uns einen Buff auf, wenn wir springen. Okay, was kann dieser Buff? Ah, okay, erhöhe die Punkte. Ihr seid ein Naturtalent. Ja. Bin ich. Okay, das war's schon. Okay, es ist eine Art Turnier, wo wir Punkte sammeln können, wenn wir Zeppeline abschießen, wenn wir diese Dinger da niedermähen und wenn wir über Hindernisse drüber springen. Alles in Kombination gibt dann dementsprechend Punkte. Bin mal gespannt, wie weit das Ganze noch gehen wird. Ich bin jetzt nicht so der Reitfan. Ja, ja, ist ja, ja. Ach so, das ist sogar der Lord Adrian Norvincens. Einer von denen, denen das Ganze hier gehört. Gibt ein tolles Team ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn jederzeit auf dem Anwesen reiten. Ich will Bärbel, verdammte Axt hier. Das S-Wort sage ich nicht. So, 150 Punkte sollen wir erzielen. Mein Anwesen ist euer Anwesen, das finde ich schön. So, hier kriegen wir wohl irgendwie eine Quest, aber ich sehe es gerade noch nicht. Ach doch, hier. Sehr schön. Die Reise war lang und schwierig. Nice, nehme ich gerne. Wir sind angekommen. Na dann, auf Wiedersehen. Ich muss mich herrichten, bevor es losgeht. Einen Moment. Anziehen? Na gut, genug gebummelt. Es wird Zeit, das perfekte Pferd zu bestimmen. Ist das Sand? Hat er sich mit Sand... Hat er Sand auf sich drauf geschüttet? Nee, Muscheln. Um Gottes Willen. Okay, ich soll ihm helfen, ein Pferd auszusuchen. Ich kann die Quest warten. Mein Freund, würdet ihr mir bei der Beurteilung dieser Pferde behilflich sein? Es muss das perfekte Pferd sein. Gleich. Ich mache erstmal die 150 Punkte nach Möglichkeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Okay, das war schon mal nichts. Das war schon mal was. So, springen, springen. Diese blöden Zeppeline muss ich noch killen. Und über die Hindernisse drüber springen, weil das mehr Punkte gibt. Ich sehe nur keinen Zeppelin. Okay, man muss ein bisschen vorhalten. Jetzt rennt mir die blöde Schildkröte hinterher. Nicht dein Ernst. Zeppelin kommt. Wow, da. Ich bin außer Reichweite. Zählt das? Zählt. Wie viele Punkte haben wir? Sehen wir irgendwo die Punkteanzahl? 91 erst? Okay. Muss mich hier ranhalten hier. Okay, Zeppeline geben am meisten Punkte. Wow. Wow. Da hinten. 150 Punkte. Kein Problem, mein Freund. Oh, Hammer, Hammer, Hammer. Und mir rennt sogar noch die Schildkröte hinterher. Wie viel waren's? Ich hab... Ah, schade, ich hab's nicht gesehen. 200 irgendwas Punkte, glaube ich. 208 Punkte, kann das sein? Es war... Die Anzeige ist relativ schnell weg. Schade. Ja, pure Begeisterung. Zählt die Punkte für meinen Durchgang. Ich wünsche euch prächtige Unterhaltung. Also, okay, das kann man unendlich oft machen. Jagdfest der Norvinsens. Lieblingspferd. Mein Anwesen ist euer. Okay, bevor uns die Schildkröte jetzt so weiterhin näher rennt, suchen wir erstmal ein Pferd für die Schildkröte aus. Die wird uns nämlich sonst, glaube ich, überall hin verfolgen. Ja, und Schildkröten sind ja doch relativ langsam. Cool, man. Da mag ich. Das finde ich am schönsten. Papa? Das Pferd ist nichts für mich, mein Sohn. Sieh, wie seine Augen blitzen, wenn es mich ansieht. Es will mich verschlingen. Gut, zum nächsten. Das sieht süß aus. Nein, nein, Kind.
Das kann ich nicht reiten. Es ist zu sprunghaft. Sieh, wie es läuft. Meine alten Knochen halten das Gehopse nicht aus. Sieh, wie es läuft. Es steht nur da. Okay, interessant ist, dass wir alles auf dem Pferd hier machen können, letztendlich an Quests. Finde ich ganz cool eigentlich. Was haben wir denn hier überhaupt? Trainingslauf, dreht auf das Pferd. Ja, Trainingslauf, Punktestand. Während euer... Oh, 208 Punkte, da steht's. Lag ich gar nicht so falsch. Was ist mit dem hier, Papa? Nein, nein, Ioma. Nicht das da. Es ist zu... Unruhig, ja, unruhig. Das würde vermutlich bei jeder schnellen Bewegung erschrecken. Ich glaube, da drückt sich ein bisschen. Aber hier haben wir auch Ludwig. Na, der sieht gefährlich aus, der Ludwig. Na gut, Papa. Schluss mit den Ausreden. Das Pferd hier musst du jetzt nehmen. Na gut. Ich denke, es wird Zeit. Mein Freund, könnt ihr mir helfen? Jetzt müssen wir die Schildkröte auf das Pferd wuchten, alles klar. Das sieht komisch aus. Davon mache ich, glaube ich, das Thumbnail für die Folge. Schildkröte auf dem Pferd. Sieht man auch nicht alle Tage. Okay. Quest abgeben, schauen wir mal. Ein toller Tag. Einen schönen und unangenehmen rauskriegen. Na gut, Ioma, bring mich zum Trainingsgelände. Ich denke, dort werde ich am schnellsten sattelfest, wie man so sagt. Ein Klauengefrühstück hat die Schildkröte auch. Papa, halt dich fest! Na gut, ich denke, das geht. Das geht sowas von in die Hose. Nein, geht nicht! Zu schnell! Das Tier ist völlig wahnsinnig! Nicht loslassen! Nicht loslassen! Nicht loslassen! Ich glaube, wir müssen sogar hinterher. Warte, Ioma? Ioma, es klappt! Er trainiert das mit den Kindern! Fühlt sich befreiend an! Du hältst dich super, Papa! Okay, das war's jetzt, glaube ich. Er trainiert mit den kleinen Kindern, ist ja niedlich. So, wir schauen mal, was haben wir hier auf Rosa aufgesessen. Das heißt, wir brauchen wieder ein Pferd, das Pferd von dem Chef hier. Wie heißt er? Lord Adrian. Das wird irgendwo oben sein. Wir nehmen mal Pöttcher mit. Da brauche ich mal kein eigenes Reit hier. Ich hätte aber trotzdem nach wie vor gerne Bärbel. Aber Bärbel bleibt uns verwehrt, so wie es aussieht. Wieso überhaupt Bärbel? Kennt einer zufällig? Es muss ja einer kennen. Werner 1 war es, glaube ich, mit Bärbel und Hubschrauber und Bärbel und Bertram. Ich weiß nicht, ob sich da irgendeiner daran erinnert, das war auch geil. Und deswegen Bärbel. Nur falls sich einer fragt, wieso, was ich hier dauernd mit Bärbel habe. So, wir nehmen mal Rosa. Oh. Überfall. Oh, bitte. 5 Stück. Na, jetzt geht's ab. Okay, noch... Wow. Die ist schneller, oder? Ein Champion, wenn man ihn braucht. Wir werden von den Trucks angegriffen. Ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Trucks überfallen das Anwesen, okay. So, wie gesagt, jetzt wäre wieder der Punkt anzuhalten, Quest durchzulesen und ich mache hier einfach direkt weiter. Oh, wir kriegen Waffen. Oh, die sind besser sogar, sehr schön. Töte 20, okay. Das wird das aufregendste Fest seit Jahren. Schwingt euch auf, Böttcher, und gebt den Trox Saurus. Ihr werdet sehen, wie hilfreich er im Kampf ist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt das, was wir mit diesen Statuen oder mit diesen Übungspuppen gemacht haben, müssen wir jetzt mit den Trox machen. Ruhige See und eine frische Brise. Bringt der Wind Neuigkeiten? Okay, und wir sollen Bewohner versammeln. Das geht. Stöße. Na, das ist ja easy.
Okay, dann einmal durchreiten, Bewohner versammeln, Drox auf dem Weg töten. Sollten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Ja, deshalb Abblinkzeit. Komm hier. Wie viel zieht denn das denen ab? Oh, recht viel, so wie es aussieht. Zählt das auch beim Hund? So, Geschwindigkeit erhöhen, dann treffen wir immer kritisch. Oh, okay, zwei Schläge brauchen sie. Oh, das ist doch recht effektiv, würde ich sagen. So, 20 Stück. Ne, die sind bisher echt verteilt, finde ich. So, hier. Ne, da ist keiner. Irgendwie sind schon alle tot. Was ist hier los? Nächster. 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 Na, ein bisschen langwierig die Quest, glaube ich. An und für sich aber extrem easy. Ach, kann ich die auch hinter mir herziehen? Ah! Kannst du betäuben? Da ist noch jemand anders. 11. So, den hier noch. 13. Kannst du da drüber springen? Ja, kann er. Sehr schön. Aber ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Überfall abgewehrt haben. 16. Komm hier, gib Gas, mein Freund. Wir heilen uns sogar hoch, wenn wir dementsprechend die Gegner anvisieren. Wie kann der die Leute, wie kann der die hinter sich herziehen? Noch mit dieser Bola? Ah, da ist noch einer. Mir gehen gerade die Gegner irgendwie aus. Ja, mit der Bola kann man sich hinter einem herziehen. So, 20 Stück, das war's. Komm, gib Gas. Wir haben noch keine Zeit. Na komm. Den nehmen wir noch mit. Den auch. Bonus schade nicht. Moin, moin. Okay, wir nehmen Faustwaffe, Axt. Logischerweise den Dolch. Ich wünsche euch. Oh, Quest. Beziehungsweise Video. Kein Problem, mein Freund. Kein Problem. Oh, sogar mit Feuerwerk. Ihr habt nicht nur meinen Sohn gerettet, sondern mein ganzes Fest. Davon wird man noch in Jahren sprechen. Bitte, genießt das Fest. Reitet, esst, trinkt. Ihr seid mein Ehrengast. Alles Roger, mein Freund. So, wir legen einmal den anderen durch an. Der ist zumindest ein kleines bisschen besser als die Waffe, die wir jetzt hatten. Auch wenn es so episch war. Okay, dann war es das hier schon mehr oder weniger? Oder wie sieht's aus? Nee, er hat noch eine Quest für uns. Der gute Lord. Willkommen zum Reit- und Jagdfest der Norwinsens. Oh, Schmuckstück. Gerne. 300 Punkte. Oh, okay. Kommt wieder mit neuen Geschichten. 300 Punkte wird sportlich, glaube ich. 208 habe ich das letzte Mal geschafft. Allerdings, das war auch das erste Mal. Dann mal los. Auf die Plätze. Fertig. Go, go. Los. Okay. Boah, das wird interessant. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Zeppelinen, glaube ich, weil die bringen wirklich am meisten Punkte. Und wir brauchen viel mehr von den Hindernissen. Boah, 308, wie soll man das hinkriegen? Weil die Dinger müssen auch erst nach. Wow. Wo ist der Zeppelin? Wow. Da. Das Stackgun. Ha, ich krieg ja. Ah, doch, jetzt krieg ich den Buff wieder. Muss ich da wirklich direkt drüber springen? Scheint so. Zeppelin kommt. Nein, wir brauchen viel mehr Zeppeline, sonst wird das nichts. 100. Das wird nichts. Boah, 300 ist sportlich. Ist echt sportlich. Wie weit geht denn dieser Buff aufzubauen? Okay, ohne. Na, 100, 217, 230. 230. Boah, da müssen wir noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Hier das nochmal gleich. Ja, okay. 230. Oh, boah. Go. Das war nichts. Das war
Okay, wir brauchen definitiv diesen Buff hauptsächlich, der unsere Punkte erhöht. Ich glaube, wenn ich so reite, mache ich wahrscheinlich am meisten. Oh, mehr als 10... Nee, doch, es geht. 11, okay. Zeppelin. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir die Punkte so versuchen zu machen. Beziehungsweise... Na, 17. 18. Ah ja, man muss hier nur im Kreis rennen. Okay, wir haben es rausgekriegt. Das heißt, hier immer schön im Kreis springen, dann funktioniert das Ganze. 300. Das wird absoluter Rekord. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, die würde ich gerne nutzen, mein Freund. Ah, verfehlt. Kriegen wir den Zeppelin noch? Ja, wie viel haben wir? Punktestand, Punktestand? Boah, 491. Okay, 500 wären sogar drin mittlerweile. Okay, das heißt, im Kreisrennen ist eine relativ gute Taktik und den in der Mitte einfach auslassen. Prächtig. Prächtig. Gib mir das Ding hier. Ich wünsche euch prächtige Unterhaltung. Der sagt ziemlich oft prächtig. Prächtig. So, 163 können wir austauschen, anlegen. Euer Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Tempo... Oh, Tempo erhöhen ist immer gut. Desto schneller wir angreifen können, desto besser. So, das war's jetzt aber. Wir nehmen mal Pöttcher mit. Zumindest so ein kleines bisschen. Er wird höchstwahrscheinlich, wenn wir das Anwesen verlassen, wird er sowieso wieder zurücklaufen. Ich glaube nicht, dass wir ewig auf ihm sitzen bleiben können. So, dann schauen wir mal da hinten. Haben wir noch eine Quest. Oh, und hier unten auch noch. Ja, war klar. Also wenn wir das Anwesen verlassen, ist er dementsprechend halt weg. Macht aber nichts. Wir haben ja auch selber Reittiere. So ist es nicht. So, die Folge geht eigentlich schon wieder viel zu lange. Wir machen es so, für die Folge war es das Ganze. In der nächsten Folge werden wir noch ein kleines bisschen questen können, werden dann ins Dungeon reingehen und dann sind die nächsten ein, zwei Folgen, die Dungeons sind relativ lange. Die nächsten ein, zwei Folgen werden dann, glaube ich, das Dungeon sein. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst mir noch ein Gefällt mir da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!